Hallo und herzlich willkommen zu den Infos am Samstag. Und heute gibt es, ja, man könnte sagen, drei Main-Infos, wovon die eine sehr schnell, ja, ausgesprochen ist. Und die anderen zwei sind auf jeden Fall ziemlich interessant. Und ja, fangen wir mal direkt an. Und zwar wird der E100 wohl doch mit 9.6 nicht sein HD-Modell behalten oder bekommen. In Test 3 wurde das wieder removed und zu dem SD-Modell wieder zurück transformiert. Das heißt, der E100 wird sein HD-Modell, ja, ich denke mal mit 9.7 oder späteren Updates erhalten. Weiter geht's mit weiteren Infos zum ARM X30B, also zu der zweiten Medium-Reihe. Ich glaube, das sind auf jeden Fall Mediums. Sehen auf jeden Fall so aus. Und da gibt es auf jeden Fall jetzt mehr Infos. Einerseits zum ja, ARM X30B und zum ARM X30 Prototyp. Oder erster Prototyp. Und zwar der ARM X30B soll letztendlich der 10er sein und der ARM X30 Prototyp ist dann der Tier 9. Link dazu in der Beschreibung, da könnt ihr beide Daten ansehen. Bilder werde ich da jetzt auch nicht mehr groß einblenden, das haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Vom Prototyp werde ich hier mal ein, zwei Bilder einblenden. Den haben wir ja noch nicht gesehen, wobei ich sagen muss, der ändert, also da ist nicht viel anders als bei dem ARM X30B. Aber auch bei dem sieht die Front sehr, 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 sehr schön aus. Sehr, sehr bouncy, sage ich mal so. Ja, die ganze Reihe soll wohl ab dem 1390 gehen, das heißt, und dann halt ja, ab dem 8er Scout auf Tier 9, auf dem Prototyp und dann halt letztendlich auf den 10er. Ob das so bleibt, weiß ich nicht. Für Leute, die den 1390 haben und eventuell den zweiten 10er da auch haben wollen, können sich dann natürlich schon mal, ja, wie soll man sagen, ein bisschen XP ansammeln. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt so bleibt natürlich, aber scheinbar ist der erste Plan so, dass das Ganze dann auf dem oder ab dem 1390 losgeht. Da könnte man schon mal voran planen, theoretisch. Ja, weiter geht's mit dem ARM X CDC und dem STR2. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt habe, aber diese beiden Panzer werden kein Special MM haben. Das heißt, sie werden einfach ganz normal bis Tier 10 kommen, was ja nicht so ganz praktisch ist. Also müssen wir sehen, wie sich das dann, wie das ist. Und die Preise von beiden Panzern werden auch nur oder werden erst rauskommen, wenn die Panzer letztendlich im Gift-Shop von 9.6 dann drin sind. Und das heißt, ja, wir können die Preise bis jetzt noch nicht rausfinden quasi. Wir können sie nur erahnen und werden die dann rausbekommen, wenn 9.6 released ist und auch beide Panzer werden wieder nur im Geschenkshop am Anfang ja erhältlich sein und danach halt letztendlich dann mit 9.7 auch ganz normal im Tech Tree in Game. So, weiter geht's mit einer recht interessanten Info. Ich wusste, dass WG irgendwas mit dem VK5402 Ausführung B hat, also der genannten Minimaus. Und ja. Jetzt scheint es wohl einen Plan zu geben. Ob der jetzt schon wirklich final ist, weiß ich nicht. Sieht aber schon ziemlich, nicht final aus, aber ziemlich weit, der Plan. Und zwar soll der VK4502B replaced werden, also ausgewechselt werden, wie halt der FV Medium und der FV Heavy. Und zwar soll da das Mäuschen oder Mäuschen reinkommen. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Mäuschen. Also, Mäuschen. Also nicht. Mäuschen. Wahrscheinlich eher Mäuschen. Mäuschen. Irgendwo erkenne ich das Wort Mäuschen ja auch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Mäuschen. Ich weiß nicht, wie das dann letztendlich. Ja, Mäuschen an sich wahrscheinlich. Und das heißt, es geht vom Mäuschen in die Maus. Und das Mäuschen zählt oder wurde auch genannt Little Maus, also kleine Maus. Das heißt, die kleine Maus wechselt dann die Mini-Maus ab. Und dann geht's zur Maus. Irgendwie so, ja. Ja, auf jeden Fall dann nochmal kurz was zum Replacement. Es wird wohl so sein, dass der VKB nicht als Premium wird. Das heißt, er wird komplett removed und ihr bekommt dann, denke ich, halt das Mäuschen dann ja in die Garage und der VKB wird dann halt letztendlich entfernt.
Ja, das Mäuschen, das sieht sehr interessant aus, wird wohl zwei Kanonenwahlen haben, quasi. Und ja, zwischen der 128 mm Mausgun und einer anderen 150 mm Gun. Also wird da auf jeden Fall sehr interessant, bin gespannt drauf. Und ich habe jetzt noch nicht ganz die Daten durchschaut, aber ich glaube, es ist tatsächlich dann ein Panzer, den man vielleicht sogar anstreben könnte. Weil ich, soweit ich gesehen habe, hier ist es quasi der Mauspanzer mit einer eventuell einer anderen Kanone auf Tier 9. Und ich weiß nicht, wie eure Meinung da jetzt zu ist. Meine Meinung ist, dass die Maus zurzeit ein bisschen underrated ist, ein bisschen underpowered ist. Und ja, alle Mausliebhaber könnten dann quasi mit einem, wie soll man sagen, mit einer 9er Maus spielen. Und die ist dann sicher gar nicht so schlecht, weil auf Tier 19 ist die Panzerung auf jeden Fall ziemlich hart. Das Ding hat 2000 Hitpoints, wiegt 170 Tonnen, hat 1500 PS. Ich gehe da mal kurz nur drüber. Und Panzerungswerte von der Walle 200, Turm 250. Wie gesagt, die Gun sind da unterschiedlich. Und die eine hat auch nur die berüchtigten 225 Penetration, die 150 mm. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Auch die habt ihr natürlich jetzt Bilder eingeblendet bekommen. Nur um nochmal zu betonen. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf, wie das letztendlich wird, weil eigentlich Maus war schon immer so mein Ziel. In der Beta hatte ich das Ding ja auch fast. Aber ja, zurzeit lohnt es sich einfach nicht. Das ist nicht. Nee. Ist einfach nicht. Fällt mir mal nicht. Ist für mich nicht stark genug, wie das eigentlich sein sollte. Und früher war es ja auch so, dass der durch den Rammschaden war ja einiges okay. Da konnte man 10 Meter vom Gegner wegfahren, beispielsweise in der IS-7 fuhr man ja 10 Meter weit weg, also rückwärts, und fuhr dann mit 7 oder 10 km auf die drauf und hat halt 200 Schaden gemacht. Dadurch, ja, konnte ich auf jeden Fall schon was von dem Panzer abbringen, aber ja. Momentan gefällt er mir halt nicht, deswegen gehe ich da die Reihe auch nicht, sondern eher die 100-Reihe würde ich aber natürlich letztendlich noch gerne gehen, weil die Maus gefällt mir doch sehr gut. Aber mal schauen, wie das wird. Mal schauen, wie der Neuner hier wird, wie das Mäuschen wird. Und ja, soweit so gut. Das war's für den Samstag. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Danke fürs Einsenden des Replays. Und würde sagen, euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.